Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Sid Meier's Pirates. Die meisten von euch werden das natürlich kennen. Beziehungsweise sie werden Pirates als solches kennen. Der Klassiker vom C64 oder auch vom Amiga. Ich habe natürlich früher beides gerne gespielt. Hab aber auch das Remake von 2005 sehr gerne gespielt und hatte mir jetzt gedacht, ja, ich glaube, mein letztes Spielen ist jetzt schon 10 Jahre vielleicht her und ich wollte es einfach mal wieder spielen und dachte mir, warum nicht gleich dazu ein kleines Let's Play machen. Und ja, hier sind wir also. Wir werden also gleich eine Karriere starten und es geht dann direkt ins Spiel. Mal sehen, wohin uns das Ganze führt. Ziel ist natürlich, so viel wie möglich Punkte zu sammeln, um am Ende des Tages den höchsten Rang zu erhalten. Ich werde also versuchen, von allen Nationen alle Ränge zu bekommen, alle Familienmitglieder zu retten, alle Schätze zu finden, alle Schurken zu verhaften. Es wird also ein großer Spaß werden. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Ja, wie wir sehen, wir können jetzt hier am Anfang festlegen, wen wir also spielen wollen und wo also unsere Fähigkeiten liegen sollen, beziehungsweise auch das Startdatum. Ich habe mich jetzt hier einfach mal dafür entschieden, dass wir das Können beim Fechten nehmen und wir werden 16:40 starten, weil hier die Gelegenheiten doch am höchsten sind. Es gibt die meisten Städte und es ist ein ausgewogenes Verhältnis von dem Schwierigkeitsgrad. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir starten einfach mal damit und müssen uns als erstes jetzt hier noch entscheiden, für welche Nation wir also unterwegs sein wollen. Das ist insofern jetzt nicht ganz so wichtig, da wir uns später im Spiel dann mit allen Nationen irgendwie anfreunden werden, weil ich ja die Parole ausgegeben habe, alle Ränge erreichen zu wollen. Ich werde aber am Anfang jetzt hier mal die Holländer nehmen. Wir haben nämlich dann eine Brigantine. Das ist schon mal ein etwas größeres Schiff. Und damit können wir am Anfang ganz gut umgehen, denke ich. Wobei wir später dann natürlich versuchen werden, das Schiff noch zu wechseln, also entweder vielleicht eine Fregatte oder dann, was mir am liebsten wäre, was aber auch das Schwierigste ist, das ist das Ship of the Line.
Vielleicht kennt das der eine oder andere oder die eine oder andere. Diese Schiffe tauchen halt sehr selten auf. Man kann versuchen, sie zu triggern, aber das ist auch nicht so einfach. Also, wir werden mal sehen. Auf jeden Fall, die Holländer werden wir jetzt mal hier nehmen. Und, ja, los geht's. Ja, und jetzt geht's auch dann schon los. Wir haben es gesehen. Also, um was geht's eigentlich? Wir müssen unsere vier Familienmitglieder versuchen zu retten vor dem Marquis Mont Blanc. Und dazu müssen wir also verschiedene Piraten hier oder verschiedene ja, Leute finden. Im ersten Sinne den Baron Raimondo und dann auch den Marquis. Die haben immer so Schatzkarten, also Schatzkarten sind es ja nicht, also Karten bei sich oder Kartenteile und die führen uns dann irgendwann zu unseren Familienmitgliedern, die wir also alle finden müssen, um dann letzten Endes die Familie wieder zu vereinigen. Wir sehen hier am Anfang, wir haben hier eine Besatzung von 40 Mann und Proviant für 6 Monate und haben eigentlich kein Geld. Ja, das ist halt am Anfang immer so, aber wir sind ja hierzu da, uns Geld zu beschaffen. Das machen wir, indem wir also Städte plündern oder Schiffe kapern. Und wir können uns das hier mal anschauen in der Übersicht. Also hier, wir haben die Brigantine und haben 40 Mann von maximal 125. Wir haben momentan hier keine Ränge und auch keine Punkte und das System ist also so, dass man hier Titel erhalten kann pro Nation. Das gibt Punkte. Dann kann man hier seine Familienmitglieder suchen. Das gibt Punkte. Dann gibt es noch verschollene Städte, also es sind Inka-Städte oder Aztekenstädte. Das gibt Punkte. Dann hat man ein Liebesleben. Das ist insofern so zu verstehen, es gibt die Gouverneure, die haben alle Töchter und man kann eine von diesen Töchtern heiraten. Dazu muss man halt ein paar Aufgaben erledigen und dann kann man sie heiraten. Unter anderem muss man eben auch tanzen. Das werden jetzt viele von euch wahrscheinlich ja, lieben oder hassen. Ich glaube, es gibt nichts dazwischen. Das muss man halt machen im Spiel. Wir werden das dann sehen. Ich habe es eigentlich mal ganz gern gemacht. Das ist dann auch relativ zugänglich, wenn man es dann mal ein bisschen geübt hat. Ja, dann gibt es noch hier Schurken. Das sind dann also im Prinzip der Marquis und der Baron. Es gibt noch Piraten, die hier auf der Weltkarte umhersegeln. Also
Jack Ragman gibt's, glaube ich, den Henry Morgan gibt's, den Blackbeard gibt's. Also so die, die man auch irgendwie so aus der Historie vielleicht kennt. Und dann gibt's noch jeweils einen Schatz, den die also auch haben. Den kann man dann auch noch suchen. Das letzte sind die Vermögenspunkte, die setzen sich also aus dem zusammen, was ich über die Zeit quasi an Gold sammle, beziehungsweise was ich dann, wenn ich den Schatz, den ich bei mir habe, unter meinen Leuten aufteile, was mir also dann am Anteil zusteht, und ich bekomme Land, wenn ich Titel erhalte, bekomme ich dann also Land von dem Gouverneur jeweils. Und das zusammen ergibt dann die Vermögenspunkte. Hier auf die 24 zu kommen, ist immer nicht so einfach. Also da muss man mal sehen, ob es am Ende reicht oder nicht. Ja, ansonsten gibt es hier ein Logbuch und wir sehen hier, die Spanier sind im Krieg mit allen. Das ist für uns gut, weil wir werden am Anfang jetzt versuchen, hier mit den Holländern ein bisschen die Spanier zu ärgern. Und Schatzkarten haben wir noch keine. Das gibt die Weltkarte, da kann man sich also informieren, was es für Städte gibt und welche Nationen die angehören. Wenn man die Städte besucht hat, hat man hier noch mehr Informationen. Also man hat beispielsweise dann auch teilweise Informationen, wie viele Soldaten da sind, also wie stark die Verteidigung ist, wenn man beispielsweise die Stadt angreifen möchte. Oder wie viel Gold sich dann auch da befindet. Das sieht man dann, man sieht auch hier Preise, also man kann auch so ein bisschen Handel betreiben mit Luxusartikeln oder Waren und Gewürzen und Zucker. Also manchmal hat man eben günstig irgendwo Zucker, den kann man dann teuer verkaufen, so kann man dann auch ein bisschen Geld machen. Und dann gibt es eben hier noch die Speicheroption und dann ja, geht es auch eigentlich schon Richtung zurück zum Spiel. Und wir werden also jetzt hier starten. Unser erstes Ziel ist St. Martin. Da gehen wir gleich mal zum Gouverneur und lassen uns mal erzählen, was es so gibt. Er sagt also, dass wir im Krieg mit den Spaniern sind. Und die nächste spanische Stadt ist San Juan. Das bringt uns natürlich jetzt alles noch nichts. Der nächste Gang ist immer dann hier in die Kneipe sozusagen. Da kann man sich Informationen holen, hier beim Wirt. Dann gibt es immer mal hier Leute, die man rekrutieren kann, also für seine Besatzung. Hier sind es 22, die nehmen wir natürlich mit. Ich werde jetzt mal sehen, dass ich am Anfang so 100, 120 Leute mir besorge. Und hier unsere Barmaid, die gibt auch immer noch mal ein paar ganz gute Hinweise, also zu Schätzen oder zu Piraten oder auch teilweise dann zum Aufenthaltsort von den genannten Schurken Raimondo und dem Marquis. Jetzt hat sie hier geschrieben, dass sie ein Schiff auf Kurs ist. Das ist wohl ein Engländer mit 1500 Gold an Bord. Zenobia, die könnte man jetzt abfangen vielleicht. Und hier hinten im Eck, da ist immer so ein geheimnisvoller Fremder. Der hat entweder Schatzkarten dabei oder halt auch Gegenstände, die einem weiterhelfen im Spiel. Also zum Beispiel, dass man seine Fähigkeiten verbessert. Da wollen wir aber jetzt noch nichts von haben. Dann können wir zum Händler gehen. Wie gesagt, wenn man hier kann man ein bisschen handeln. Vorwiegend braucht man den Händler natürlich, um Lebensmittel einzukaufen eventuell. Brauchen wir jetzt nicht. Als letztes dann den Schiffsbauer. Da sieht man dann seine Schiffe. Also man kann auch mehr wie ein Schiff haben. Und man sieht auch hier auf der rechten Seite, es gibt so Ausbaustufen pro Schiff. Also wenn man in Städte kommt und hier zum Schiffsbauer geht, der hat unter Umständen irgendwelche Ausbaustufen. Nicht jeder Schiffsbauer hat das. Meistens ist das in den größeren Städten. Und die Schiffe können also bestimmte Dinge dann ausbauen. Das macht sie entweder schneller oder eben mehr, dass man mehr Leute mitnehmen kann. Grundsätzlich lohnt es sich nicht so sehr auszubauen. Es sei denn, man möchte eben ein Schiff behalten und das ist dann noch nicht ausgebaut. Dann könnte man das eben machen. Ja, hier können wir jetzt nichts machen.
Wir haben ja auch kein Gold. Er könnte uns hier noch Bronzekanonen beschaffen. Aber das brauchen wir also alles nicht. Das nächste ist Beute teilen. Das würde man machen, wenn beispielsweise man sehr viel Gold angehäuft hat und möchte also mal die Beute unter den Crewmitgliedern verteilen und seinen Anteil erhalten. Dann hat man den schon mal sicher und der zählt dann letzten Endes in das Ranking. Das machen wir jetzt natürlich nicht, können wir auch nicht. Status prüfen ist das, was wir eben gesehen haben. Ja, und dann geht es auch hier schon wieder weiter. Ich würde jetzt hier mal versuchen, was haben wir hier, das Schmugglerschiff. Ja, also Schmugglerschiffe, die haben meistens Luxusartikel oder Gold bei sich. Ich würde jetzt ganz gern eigentlich erstmal so ein bisschen die Spanier aufmischen. Das heißt, wir werden hier mal Richtung San Juan unterwegs sein. Und schauen mal, was wir hier eventuell haben. Hier ist eine Handelsgaleone, die interessiert mich jetzt nicht. Die haben meistens nur ein bisschen Gold und ein paar Sachen dabei. Eine Invasionsstreitmacht. Die haben meistens ein paar Sachen dabei. Was hat er denn hier? Eine Kriegsgaleone. Ja, die brauche ich nicht, aber gut. Wir haben 62 Mann, 10 Geschütze. Da würde ich vielleicht erst nochmal hier nach San Juan reinlaufen. Und mit dem Gouverneur sprechen. Und hier nochmal die 20 Mann mitnehmen. Ja, sie erzählt mir jetzt, dass auf dem Happy Delivery ein Fassbinder an Bord ist. Das sind also auch noch hier so Leute, die man im Laufe der Zeit erwerben kann. Also es gibt einen Koch, Fassbinder, dann gibt es irgendwie einen Maat, der quasi die Crew ein bisschen unter seiner Fuchtel hat. Und solche Dinge. Ein Segelmacher, was weiß ich. Also ich glaube, es sind insgesamt 10. Die sollte man auch mitnehmen, weil die dann auch nochmal Einfluss haben auf die Moral und solches. Also da sollte man sich auch drum kümmern. Wir haben jetzt hier allerdings erstmal nichts zu tun. Schiffsbauer, Händler brauche ich alles nicht. Also legen wir los. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt hier mal das Kriegsschiff versuchen zu holen. Wir haben jetzt noch den Vorteil, dass die erste Schlacht ist quasi frei. Also er kann mich jetzt zwar treffen, aber er wird keinen Schaden anrichten an meinem Schiff. Ja, wir sehen das jetzt. Und das ist also irgendwie von der Spielmechanik her so gemacht, dass man also das erste oder die erste Schlacht quasi kostenlos hat. Ich werde jetzt mal versuchen, das auszunutzen, indem ich also hier da auf ihn zufahre und jetzt versuche, seine Männer noch ein bisschen runterzuschießen, da er von der Geschwindigkeit her ja schneller sind als er. Das ist ja eigentlich bei größeren Schiffen immer ratsam, dass man das macht. Dann hat man es dann dementsprechend einfacher beim Entern und beim Schwertkampf. Ah!
So, jetzt wollen wir also hier mal entern. Und wir können immer wählen zwischen Langschwert, Rapier und Entermesser. Ich nehme meistens das Rapier, weil es den schnellen Angriff ermöglicht. Also man ist da hier ein bisschen schneller dann unterwegs. Das ist dann gerade später bei den Kämpfen mit dem Baron oder mit dem Marquis entscheidend eigentlich. So. Ihn hier haben wir jetzt schon mal erledigt. Wir werden das Schiff versenken und haben gesehen, wir haben 1000 Gold erhalten. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Ich werde jetzt hier die Kanonen noch mitnehmen, weil ich kann, glaube ich, bis zu 20 Kanonen kann ich also haben. So, spanisches Schmugglerschiff. Wer war das? Der Spanier. Das war die Happy Delivery. Da war, glaube ich, da der eine mit dabei. Na, die Spanier möchte ich eigentlich jetzt gerade noch nicht angreifen. Die schmuggeln aber hier anscheinend nach San Juan. Was wir auch machen können oder was man machen sollte, das ist also hier diese Jesuitenmission anfahren. Da kann man mit dem Abt reden. Der hat meistens hier schon mal oder hat oft Informationen zu unseren Familienmitgliedern. Und er schreibt ja jetzt hier, dass er den Baron Raimondo gesehen hat oder er weiß, wo er ist und dass er sich zurzeit in Trinidad versteckt. Da werden wir jetzt als nächstes dann auch in die Richtung fahren, weil das sollte man am Anfang halt auch machen, dass man seine Familienmitglieder relativ schnell versucht zu finden, weil es spielt eben auch eine Rolle, welches Alter man hat. Also wir sehen das halt hier jetzt. Wir sind momentan 18 Jahre und so mit Anfang 30 wird es also schwieriger. Also es wird schwieriger, eine große Crew zusammenzubekommen und es wird schwieriger, dementsprechend auch den Marquis zu besiegen oder halt auch den Baron. Deshalb sollte man versuchen, holländische Fregatte, naja, die kann ich jetzt leider nicht angreifen. Man sollte halt versuchen, das dann alles möglichst früh zu machen. Hier sind die Spanier. Das ist auch nur eine Handelsgaleone. Das interessiert mich jetzt nicht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier versuchen, Richtung Trinidad unterwegs zu sein. Da weiß man nicht genau. Also dieser Raimondo und der Marquis, die fahren also meistens dann die spanischen Städte ab. Das heißt, wenn er in Trinidad ist, wird er wahrscheinlich wieder Richtung Maracaibo rüberfahren. Aber hier unten sind natürlich viele spanische Städte. Also hier können wir auch am Anfang ein bisschen Sachen einsammeln. Was haben wir hier? Englische Fregatte. Fregatte wäre natürlich schön für den Anfang. Fregatte wäre gut. Ja, und Queen Elizabeth aus aktuellem Anlass ja auch nicht schlecht jetzt gerade. Passte. Ich glaube, ich werde versuchen, mal diese Fregatte hier zu erobern. Ja, das war jetzt schlecht. Das wollte ich nicht. So, wir sind außer Reichweite, aber er kommt ja auf uns zu. Ja, da hat er mich natürlich jetzt getroffen. Dreht er ab.
Er hat natürlich viel mehr Männer jetzt als ich. Aber so eine Fregatte ist natürlich schon nett. Also das ist eines der besten Schiffe, die man so haben kann. Hat eine vernünftige Geschwindigkeit. Hat eine vernünftige Anzahl von Männern. Also das ist durchaus lohnenswert. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ihm hier noch etwas entkommen können. Auf seine Männer zu schießen. Da hat er jetzt halt noch ein bisschen viel. Ja, unter 100 wäre jetzt nicht schlecht. Wir können die auch einsammeln wieder, also wenn man beim Schiff drüber fährt, man sieht ja, die springen da so ab. Im Schiff drüber fahren kann man sie also wieder einsammeln. So, jetzt hier nochmal treffen. Dann... Ja, er ist recht schnell. Hat halt auch mehr Besatzungsmitglieder noch. Aber es schließen sich hier welche an. Das ist gut. Wir nehmen jetzt alles mit, weil wir auch alles behalten wollen. Und müssen jetzt mal sehen, wo wir sind. Ja, wir sind in der Nähe von Trinidad. Ich denke aber, dass der Raimondo wird schon nicht mehr hier sein, denke ich mal. Das erstmal hier rum. Und gehen mal hier zu den Jesuiten. Naja, er hat beispielsweise jetzt Flüchtlinge. Da können wir jetzt sagen, ja, schick die halt mal irgendwo hin. Und in dem Fall würden wir jetzt zum Beispiel sagen, schick sie mal nach Curaçao. Dann werden wahrscheinlich Piraten auftauchen. Die müssen wir dann bekämpfen. Mal sehen, vielleicht... Handelsgaleone, die interessiert uns jetzt nicht. Können wir hier nochmal kurz anlegen. Da gibt es so Bürgermeister, die sagen dann einem, ah, er ist zum Beispiel jetzt zum Gouverneur ernannt worden. Und den sollen wir dann eben eskortieren. Das können wir auch machen. Caracas nach
Trinidad. Also irgendwo in dem Dunstkreis hier wird er sich irgendwo aufhalten. Okay. Dann schauen wir mal zum Schiffsbauer. Also. Wir können unsere Brigantine, die können wir jetzt verkaufen. Und die Fregatte werden wir reparieren. Und dann haben wir jetzt quasi zwei Aufträge hier am Laufen. Der Gouverneur und das andere Schiff. Jetzt müssen wir hier diese französischen Freibeuter müssen wir jetzt hier attackieren. Und das spanische Kanonenboot müssen wir auch attackieren. So. Dann gleich zwei Aufträge auf einmal. Wir haben natürlich ein bisschen wenig Männer. Das ist jetzt noch ein Problem. Da müssen wir nochmal zusehen, dass wir jetzt in der einen oder anderen Stadt nochmal frische Männer holen. Er wird mich sowieso angreifen, das heißt, ich werde hier nochmal versuchen, ein paar Männer von ihm loszuwerden. Und da übergibt er auch sein Schwert. Sehr schön. Wir versenken es, holen uns die Kanonen noch mit. So, jetzt müssen wir das spanische Kanonenboot noch angreifen. Weil die wollen ja den Jesuitentransporter unterbinden. Das möchte ich natürlich verhindern, deshalb muss ich versuchen, ihn jetzt gleich zu kriegen, weil mit seinem Kanonenboot ist er halt deutlich schneller wie ich. Okay, 12 Mann nehmen wir mit. Schiff wird versenkt. Jetzt müssen wir hier leider Lebensmittel abgeben, weil ich brauche für die Fregatte, ich glaube, es sind 30 Kanonen, die ich haben kann. Na, mal sehen. Gut. Das heißt, der Gouverneur wird jetzt hier nach Margarita fahren. Die Piratenbrigantine, die können wir allerdings immer angreifen. Die hilft uns immer beim Ansehen bei allen Nationen. Wir haben es eben gesehen, also wir sind bei den Spaniern schon nicht so gut angesehen, weil sie versuchen schon unser Schiff zu beschießen. Also man hat es eben so gesehen. Bei Margarita, die hatten schon auf unser Schiff geschossen. Also da kann nichts passieren, aber man sieht halt, dass sie eben feindlich gesinnt sind. Da muss man dann eben ein bisschen aufpassen. So, wir werden jetzt hier noch versuchen, ein paar Leute wegzuschießen und werden dann angreifen. Die Piraten ergeben sich meistens nie, also da muss man eigentlich immer kämpfen. Ah!
Und wir haben einen Zimmermann bekommen. Das ist auch gut. Und 13 Leute, die sich anschließen wollen. Nehmen wir natürlich auch mit. So, jetzt wollen wir mal gucken. Der Gouverneur. Ja. Das hat jetzt was geholfen. Ah, doch noch nicht. Wir werden immer noch als Pirat hier gemutmaßt. Hier können wir in die Piratenenklave fahren. Den können wir beispielsweise erzählen: Hey, Leute, greift doch mal die in die Stadt an. Ja, ja, den habe ich noch nicht gesehen. Kriegsgaleone, ja. Er ist noch unterwegs, den wollen wir vielleicht noch sehen. Schatzkarte, ja, die nehmen wir natürlich mit. Das sind dann diese Schätze, die man finden kann. Schiffsbauer, unser Fregatte reparieren. Und hier können wir beispielsweise jetzt was aufwerten. Das wollen wir auch machen. Und dann gehen wir zum Kapitän und sagen: Humana angreifen. Und wenn der jetzt ausläuft, kann ich das Piratenschiff angreifen und somit mein Ansehen bei den anderen Nationen wieder etwas verbessern. Was wir auch machen werden. Piratenschaluppe. Da wollen wir direkt drauf zusegeln. Das können wir versenken. Wie gesagt, das bringt ein bisschen Ansehen. Und den Freibeuter können wir auch noch angreifen. Also wenn wir jetzt Glück haben, dann sind die Spanier uns schon wieder etwas besser gesonnen. Da wäre es dann von Vorteil, wenn wir dann auch in die Städte nochmal gehen können und die Mannschaft ein bisschen, ja, aufwerten. Die nehmen wir natürlich auch mit. So. Okay. Müssen wir mal gucken, was er hier macht. Da. Die spanische Brig, die müssen wir jetzt leider wieder angreifen, weil sonst kommt er mit seinen Migranten da nie an. Leider eine volle Breitseite abgekriegt. Jetzt will er abhauen. Aber ich möchte dich nicht
kommen lassen. Okay, 12 Mann, die nehmen wir mit. Ich habe noch eine Kanone. So. Jetzt hoffe ich, dass du langsam mal ankommst da. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Caracas, er ist immer noch unterwegs, aber... Okay, da kann ich auf jeden Fall hin. Dadurch, dass wir die Piraten jetzt erfolgreich bekämpft haben, hat sich das jetzt quasi egalisiert, dass wir spanische Schiffe angreifen. Deshalb haben wir den Titel bekommen, sonst hätten wir ihn nicht bekommen. Jetzt haben wir hier die Tochter, eine recht unscheinbare. Also da gibt es Abstufungen, recht unscheinbar. Dann gibt es, glaube ich... Dann gibt's noch, auf jeden Fall gibt es noch attraktiv und schön und noch eins dazwischen. Da muss man halt sehen, also die recht unscheinbaren, die geben einem also Hinweise auf irgendwelche Schurken, also kleinere Schurken, wo man dann quasi so eine Art Lösegeld für bekommt. Und die attraktiven, die geben einem bestimmte Gegenstände und die schönen geben einem Hinweise auf Familienmitglieder oder auf den Marquis. Ich werde jetzt hier mal zurücktreten von dem Angebot. Nehme hier noch die Leute mit. Sie hat mir was über den Piraten zu erzählen. Den möchte ich aber jetzt noch nicht angreifen. Und er sagt mir, dass er nach Trinidad segelt. Aber die Schatzkarte, die hätte ich natürlich schon ganz gerne. Okay. Das ist jetzt auch die Schatzkarte von ihm. Allerdings gibt die gar nicht so viel Informationen preis. Naja. Das werden wir sehen. Wir müssen auf jeden Fall unser Schiff reparieren und sollten jetzt auch mal zusehen, dass wir ein bisschen Beute machen. Also, der andere, dieser Raimondo, ist irgendwo unterwegs. Richtung Trinidad. Ich werde also nochmal in die Richtung fahren. Ich werde vorher nach Curaçao gehen, weil hier kriegen wir bestimmt auch einen Titel. Ja, und da gibt es eine schöne Tochter. Ja, die will aber noch nichts von uns wissen. Okay. Also, wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal in diese Richtung segeln. Er wird ja jetzt hoffentlich bald mal ankommen. Hier ist immer ein bisschen schwierig, weil man hat eigentlich immer Gegenwind. Okay, die holländischen Immigranten sind angekommen. Das ist gut. So. Man kann dann versuchen, diese schwarzen Wolken hier zu nutzen. Die beschädigen meistens das Schiff. Aber man wird dadurch auch schneller.
So, jetzt sollen wir hier nochmal in die Enklave gehen. Gucken, ob wir denen vielleicht sagen können, macht mal was. Ja. Humana angreifen. Dann noch Pinidat. Blitzschnelle Angriffe. Jupp. Die werde ich mir mal kaufen. Das hilft. So. Dann wollen wir jetzt versuchen, hier die Kriegsschiffe, die er da aussendet, dann gleich auch wieder anzugreifen. Die nehmen wir mit. Das versenken wir. Lebensmittel können wir natürlich jetzt auch wieder gebrauchen, weil wir haben ja schon ordentlich die letzte Zeit verbraucht. Und wir haben einen Steuermann. Das ist natürlich auch gut. Steuermann ist immer gut. So. Piratenfreibeuter. Den werden wir auch noch angreifen. Da haben wir ja einige Piraten hier erledigt. Das ist ganz gut. Das gibt uns dann etwas Ansehen. Gut hier unterwegs. Okay, jetzt haben wir ihn aber gekriegt. So. Jetzt haben wir da weniger Leute. Wir laufen hier Kumana nochmal an. Und kriegen gleich noch einen Titel. Die recht unscheinbare lassen wir jetzt mal. Leute nehmen wir mit. Ah, er ist wohl im Gefängnis in Trinidad. Okay. Da werden wir natürlich mal vorbeischauen. Können wir hier nochmal vorbeischauen, ob wir eventuell sogar noch einen Titel bekommen von den Spaniern? Nein. Das nicht.
Okay. Ja, ich würde jetzt gern hier den Raimondo noch finden und dann mal Richtung Barbados da hochfahren. Und da könnte man vielleicht auch schon mal versuchen, den ein oder andere Stadt zu erobern. Ich noch mal mit dem abreden. Naja, okay. Dann schicke ich mal nach Margarita. Wir schauen jetzt dann noch mal, ob wir Glück haben. Ah, da ist er jetzt schon unterwegs. Okay, sehr gut. Das heißt, wir können ihn hier versuchen abzufangen. Also die sind meistens dann ganz gut, was den Schwertkampf angeht und auch vom Schiffskampf her. Da war ich jetzt zu spät. Aber da sollte man dann schon immer darauf achten, dass man nicht so viel getroffen wird. Ich kann das Schiff jetzt ziemlich runterschießen, weil ich es nicht behalten möchte. Jetzt versucht er hier abzuhauen. Das haben wir jetzt vermiesen. Zwar keinen guten Wind, aber das wird reichen. Gibt der Kapitän auch schon auf, aber den Schwertkampf gegen den Baron, den müssen wir trotzdem immer führen. Man sieht halt, man braucht einfach mehr Treffer. Und beim Marquis ist es dann auch ähnlich. Der ist dann nochmal schneller, wo man dann auch mehr Treffer braucht. Also das ist dann halt der schwierigste Kampf. Er ergibt sich halt immer, weil man ihn dann öfters quasi trifft. Und er gibt ihm gibt dann halt eben eine von vier Karten pro Familienmitglied. Wenn man Glück hat, kann man es schon nach zwei Karten oder so sehen, wo es dann ist. Wenn man Pech hat, braucht man alle vier. Also das kommt dann immer so ein bisschen drauf an. So, wir werden das versenken und werden uns hier nur das holen, was wir brauchen. Und ja, dann würde ich sagen, geht's hier weiter, indem wir dann Richtung Barbados fahren. Ja, dann würde ich an der Stelle jetzt mal diese Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr bleibt jetzt weiter dran, wie es mit unserer jungen Karriere weitergeht.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.